Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einer neuen Parkvorstellung meinerseits. Und dafür geht es mal wieder nach Taiwan. Und wir gucken uns heute den Formosan Aborigine Culture Village Park an. Und dieser befindet sich in der Gemeinde Yushi im Landkreis Nantou. Und das Ganze ist, wie gesagt, in Taiwan. Und der Park besteht bereits seit 1986. Aber diese riesigen Gärten und dieses ganze Areal wurde im Jahr 1982 vom Dorfpräsidenten Jung I. Chang gekauft. Und nach dem Kauf 1982 hat man dann diese Gärten angelegt, diese europäischen Gärten, und hat 1986 dann den Park eröffnet. Und Formosan Aborigine Culture Village ist erst so ein richtiger Freizeitpark, Amusement Park, so wie wir das jetzt verstehen, seit 1992, denn da hat man dann angefangen, die Amusement Rides im Park zu installieren. Ja, und seitdem besteht quasi der Park aus diesen drei Gliederungen. Zum einen natürlich der Amusement Park, über den wir auch hier jetzt ausführlich sprechen werden, dann das Aborigine Culture Village und dann noch die europäischen Gärten. Das geht auch alles, also die europäischen Gärten geht, glaube ich, mit dem Culture Village so ein bisschen einher. Und diese Ureinwohnerdörfer bzw. diese ganzen verschiedenen Stationen, das haben wir uns auch gar nicht angeguckt. Das haben wir uns nur einmal von oben haben wir es gesehen, weil da wurde halt sehr viel gebaut und gebaggert. Ansonsten ist es halt wie so ein, ja, ich würde es jetzt mal Freilichtmuseum, glaube ich, nennen, mit Live-Akteuren, die da das Ganze auch ein bisschen darstellen und näher bringen. Aber war halt, als wir jetzt da waren, alles so ein bisschen im Umbruch, Renovierung, Umbauten. Aber ist auch sehr groß, sehr weitläufig, da muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen. Aber wir wollen jetzt hier in diesem Video nicht das Stammesleben von taiwanesischen Ureinwohnern irgendwie beleuchten, sondern halt die Rides oder den Amusement-Bereich. Da gibt es auch kurioserweise so Space-Thematisierung, Maya-Style oder auch eine Aladdin-Halle quasi. Das ist alles ein bisschen komisch, passt dann irgendwie nicht ganz zum Thema, außer der neue Bereich. Aber da gehen wir jetzt Stück für Stück und nach drauf ein, was es hier so zu fahren und zu entdecken gibt. Eine Sache, die auf jeden Fall cool ist und wo man halt auf jeden Fall sehr viel sieht und vor allem von der geilen Landschaft, ist die Aborigine Ropeway oder der Aboriginal Ropeway. Und das Ganze ist Taiwans erste Cable Car Bahn, also Seilbahn, Sessellift, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, mit geschlossenen Kabinen, wo man auch Fenster aufmachen kann, wo man schon rausgucken kann. Und das Ganze fährt vom Parktal aus oben auf dem Berg quer über den kompletten Park drüber, über dieses ganze Culture Village halt, und endet oben an einem zweiten Parkeingang quasi. Von da aus geht auch eine andere Seilbahn weiter, die in dem Fall dann aber zum ÖPNV gehört. Also das ist da etwas kurios. Aber das Ding, was im Park rauf und runter fährt, ist ein Parkeintritt mit drin und gehört auch zum Park selbst. Bringt einen, wenn man unten einsteigt, aus dem Amusement-Bereich in den Village-Bereich quasi, und dann kann man den Berg runterlaufen durch dieses Aboriginal Village und sich alles in Ruhe angucken. Gefertigt wurde diese Anlage von Doppelmeier aus Österreich, und laut Wikipedia, das ist natürlich immer sehr mit Vorsicht zu genießen, hat das Ganze 1 Milliarde New Taiwan Dollar gekostet, was umgerechnet ca. 29,6 Millionen Euro wären. Finde ich auf jeden Fall viel, aber ich habe keine Ahnung, was so Seilbahnen kosten, und vor allem nicht, wie weit man da diesen Wikipedia-Eintrag Glauben schenken darf. Nichtsdestotrotz lohnt sich die Fahrt mit dem Ding, weil ihr halt echt eine geile Aussicht habt, den Park von oben seht und die Natur euch in Ruhe angucken könnt, vor allem wenn ihr dann aus dem Amusement-Bereich raus seid, wo es ruhiger ist. Es ist echt verrückt, das ist wirklich Wahnsinn. Das haben wir aber auch dann im Vlog, im On-Tour-Vlog, seht ihr das auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Da fahren wir da ja auch mit und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und einer der Bereiche ist der Aladdin-Bereich, und das ist ein Indoor-Bereich vom Park selbst, eine riesige Indoor-Halle, wo es auch ein bisschen was von außen gibt und Indoor-Attraktionen. Und wenn man reinkommt, natürlich ist es riesig laut und blechern, weil es eine riesige Blechhalle ist und da alle rumschreien und da drin halt auch die ganzen Rides stehen. Unter anderem gibt es ein Balloon Race in einer Ecke, ist jetzt nicht so spektakulär, sieht für mich aus wie so ein Standard Zamperla Balloon Race.
absolut nichts Besonderes und an der, ja, es ist nicht, es ist quasi eine durchgehende Halle, aber quasi eine zweite Halle dran geflanscht an der Seite mehr oder weniger. Finden sich auch zwei Froghopper, so Family Drop Tower kleine. Ich weiß jetzt nicht, wer die gebaut hat, ob es jetzt St. Berla war oder Moser Rides, aber die sind halt drumherum vier gerade Flächen, zwei Stück nebeneinander im Froschdesign. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, findet sich aber auch hier im Park. Und der größte Lärmfaktor im Park ist definitiv die Schiffsschaukel. Denn es steht halt in dieser Halle eine relativ große Schiffsschaukel. Oder für so einen Indoor-Bereich eine sehr groß wirkende Schiffsschaukel. Nichts Besonderes eigentlich, außer, das ist für eine Schiffsschaukel dann schon wieder sehr kurios, gibt es eine Pre-Show. Wir sind jetzt nicht damit gefahren, wir haben dementsprechend noch nicht die Pre-Show gesehen. Da gab es auch immer eine Schlange bei der Schiffsschaukel. Aber man hat von außen gesehen, da ist nochmal so ein kleines Gebäude mitten in der Queue, wo dann oben drüber sehr plakativ steht Pre-Show. Ja, und wie ich ja schon mal gesagt habe, es gibt ja auch ein bisschen was außen. Es gibt so eine Art Oldtimer-Bahn mit kleinen Loks, die ist im Außenbereich. Das ist auch sehr bunt und kitschig. Und nicht nur da gibt es Loks, im Inneren gibt es auch nochmal so kleine Dampflokomotiven. Die gehören aber dann in der Halle zu einem Demolition Derby. Und Demolition Derby, wer das schon mal gesehen hat, weiß, das sind dann zwei rotierende Scheiben, auf denen dann diese Loks sich drehen und die Loks die Scheiben wechseln und voneinander vorbeifahren und sich kreuzen, so Demolition Derby-mäßig halt. Das gibt es dann da auch, sind halt Schienen auf dem Boden gemalt und so. Das ist ganz, ganz nett natürlich für die kleinen Kiddies. Und es gibt zwar keinen Zug, aber eine Monorail, die auch in diesem Bereich ist. Man da von drinnen in die Station kommt und die Monorail fährt oben vorbei über diese ja, Oldtimer-Fahrt, sage ich mal, fährt dann in die Halle vorbei in den Froghorbern. Und dann kommt ein Highlight, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das hat mich richtig geflasht. Es spoilert jetzt schon ein bisschen eine der Attraktionen, die jetzt noch in der Halle sind, und zwar eine von den Indoor-Attraktionen. Man fährt mit der Monorail in den Innenbereich der Indoor-Achterbahn. Und wir hatten das Glück, dass gerade der Coaster vom Lift kam und dementsprechend der Lift beleuchtet war, das ganze Licht am Strahlen war, dass man das auch gut sehen konnte. Und man fährt dann also mit der Monorail quer durch die Halle, wo die Achterbahn fährt. Wenn man mit der Achterbahn fährt, sieht man nicht, dass da drin eine Monorail fahren könnte überhaupt. Dann geht es in den Außenbereich, fährt man an einer weiteren großen Attraktion vorbei, über die gleich noch gesprochen wird, in einem großen Bogen um die Halle außenrum und dann geht es wieder zurück. Diese Monorail ist übrigens auch von Mack Rides, so wie ihr die auch aus dem Europapark kennt. Sieht echt sehr, sehr ähnlich aus, steht auch riesengroß Mack drauf. Voll geil eigentlich, so als Achterbahn-Fan-Nerd, so ist das natürlich geil. Und ja, hat man auf jeden Fall mal eine andere Übersicht über den Park. Ich finde Monorails, wenn die so weit oben irgendwo unterwegs sind, immer ganz cool. Und in der Halle selbst gibt es, wie gesagt, zwei Indoor-Indoor-Attraktionen und eine davon ist zum Beispiel Jurassic Cruise. Von außen ist dann einfach eine Wand, wo so Felsen sind, die dann, wo es dann offen ist, wie so ein Setzkasten, und oben drüber die Blechwand ist bemalt mit Dinosauriern und ein bisschen Dschungelkram. Und Jurassic Cruise ist ein Wasser-Dark-Ride, der relativ lang ist, aber unterm Strich, ich finde den echt schön. Auch wenn er sehr minimalistisch ist, aber es ist irgendwie so cool und nett gemacht und es ist halt auch ein Dark Ride. Ich bin halt Dark Ride-Fan, keine Ahnung. Das ist dann halt schon mal ziemlich nice. Es geht halt, wie man sich das schon denken kann, vorbei an Dinosauriern. Es sind auch Dinosaurier-Animatronics, da bewegt sich auf jeden Fall einiges. Und es gibt da auch Neandertaler. Es ist alles schön beleuchtet, Wasserfälle, so einen Lavastrom gibt es auch. Was nicht so cool ist, ist halt, dass die Dinos alle quasi einzeln für sich separat in so eine Art Setzkästen sind und teilweise dann noch eine Spiegelwand an der Seite ist, damit das aussieht, als ob da noch mehr von den Dinos wären, aber man sieht ja, dass es nicht der Fall ist. Aber ist ganz nett. Also ich lade euch davon auch ein komplettes On-Ride hier auf dem Kanal noch hoch, wenn es nicht schon online war, das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht. Könnt ihr euch diesen ganzen Ride auch einmal komplett in Ruhe angucken. Ich finde es ganz nett. Und die zweite Sache, die Indoor-Indoor ist, habe ich ja gerade schon erwähnt, eine Achterbahn. Und zwar, jetzt kommt es, oh mein Gott, Space Mountain VR. Und da sind wir wieder bei diesen Summen, die auf Wikipedia aufgerufen werden. Da wird es auch gleich gesetzt mit Disneyland's Space Mountain, was es definitiv nicht so ist. Es ist noch nicht mal der Dreck von Disneyland's Space Mountain.
Also, auch hier ist wieder so ein Gebilde in der Blechwand mit so einem, was ein bisschen offen ist. Das ist die Station. Bevor es da aber reingeht, geht es links in so eine kleine Booth und da ist halt auch eine Pre-Show. Und diese Pre-Show besteht eigentlich nur darin, dass ein Werbevideo und Introducing-Video läuft für die VR-Brille, wenn ihr Virtual Reality auf dieser Achterbahn fahren wollt. Ist aber upcharge. Kann man da nicht einfach so machen, muss man dazu ein Ticket buchen. Wir waren jetzt nicht so davon überzeugt. Hätte man aber machen können, es waren gar nicht so teuer. Ich habe mir auch den Preis dafür aufgeschrieben. Und zwar kostet das Ganze 50 New Taiwan Dollar gekostet, was umgerechnet ungefähr 1,50 € sind. Aber nein, das habe ich nicht eingesehen. Wollten wir nicht machen. Achterbahn ist von Vekoma, ein Custom Layout, ein MK700. Die Züge kennt ihr, wenn ihr im Bobbia Revolution kennt oder im Plopsa Co. Halva the Ride. Sind diese wie Bob-Züge quasi, wo man mit zwei Leuten hintereinander sitzen kann und so ein Lapper hat, den man so an sich ranziehen kann. Und dann gibt es halt, wie gesagt, das Custom Layout aus der Station raus. In der Rechtskurve geht es auch auf den Lift, der komplett beleuchtet ist, der sehr schön beleuchtet ist. Und dann geht es rein in die Halle, wo ja auch die Monorail drin unterwegs ist. Und da kommt dann die große Enttäuschung. Man hat da drin nichts. Also es ist so ein Hauch Schwarzlicht mit einem Hauch beleuchtete Planeten, die man hauchweise erahnen kann. Plus alles etwas löchrig, dass auch ein bisschen Tageslicht von draußen reinkommt. Vielleicht kann man auch deswegen Hauch davon sehen. Aber eigentlich gibt es gar keine Lichteffekte, gar keine Sachen überhaupt zu sehen. Es ist einfach nur schwarzer Rabe im Kohlenkeller. Und es gibt noch nicht mal Musik. Wenigstens Musik wäre schon mal irgendwie eine Option gewesen. Aber auch die gab es nicht. Und das war es da drin auch schon leider. Hinten ballert das Ding auf jeden Fall ordentlich. Wir sind ganz vorne gefahren, wir sind ganz hinten gefahren. Und ja, ein bisschen traurig, ein bisschen schade, irgendwie trotzdem cool, weil das von außen so geil aussieht und so ein bisschen trashig ist. Es ist jetzt nicht kacke, ne? Die Bahn macht ja auch schon Spaß zum Fahren, ist halt aber ultra enttäuschend für einen Indoor-Coaster, dass halt absolut nichts da drin los ist. Und was man natürlich auch noch dazu sagen kann, ist es nicht schon immer Space Mountain VR gewesen, denn diese Bahn gibt es bereits seit 1992, also seitdem die ersten Amusement-Anlagen installiert wurden, sondern bis 2018 war das Ganze nur Space Mountain und seit 2018 ist es Space Mountain VR. Wenn man rausgeht aus der Halle, nicht durch den Haupteingang, sondern wenn man vor Space Mountain VR steht, links durch so eine kleine Tür, kommt man zu einem Gebäude, was das Stationsgebäude von einem sehr großen Ride ist, der, da sind wir nämlich bei diesen Sachen, die ich nicht glaube, laut Wikipedia genauso wie die Seilbahn 1 Milliarde New Taiwan Dollar gekostet haben soll, was dann über 29 Millionen Euro sind. Denn es ist ein Logflume. Goldmine Adventure ist ein Logflume aus dem Hause Mack Rides mit einem finalen Drop und einer Höhe von 15 Meter, der dieser dann hat. Und ganz viel Theming, Berge eingebettet, zugebaut. Richtig cool von außen sieht das aus. Konnten wir nicht fahren, wären wir gerne gefahren, aber diese Anlage war in Maintenance. War jetzt auch nicht einfach nur so geschlossen, sondern wir haben auch gesehen, dass ein Arbeiter in Gummistiefeln und blaumannmäßig mit Werkzeug da auch die Treppe hochgelatscht ist und auch so hoch Richtung Ride gegangen ist. Ist halt sehr schade, weil das Ding wirklich sehr groß und imposant aussah und wir das deswegen leider nicht fahren konnten. Vielleicht habt ihr ja Glück, wenn ihr da vorbeikommen solltet. Eine Attraktion, die auch geschlossen war, war UFO Adventure. Und UFO Adventure ist der höchste Freifallturm von ganz Taiwan und das mit einer Höhe von 85 Metern und ist ein, ja, ich denke, Giro Drop Tower oder ist es nur ein Drop Tower mit einer runden Gondel aus dem Hause Intamin. Kann man nämlich nicht sagen, fuhr nämlich nicht. Klar, ich hätte jetzt mal nachgucken können auf irgendwelchen Videos, ob sich das Ding jetzt dreht oder nicht. Wenn ihr nachgucken wollt und es dreht sich, ist es Giro. Wenn ihr nicht nachgucken wollt, es dreht sich nicht, ist es halt einfach nur ein Drop Tower. Der war aber nicht wegen technischen Problemen geschlossen, sondern weil das ganze Ding ein bisschen neu angestrichen werden musste, sollte, wollte, wie auch immer. Das war also das gleiche Problem, was wir zum Beispiel in Hongkong hatten mit Hairraiser. Der wurde auch neu gestrichen und war deswegen geschlossen. So auch mit UFO Adventure. Leider ging das nicht. Hätten wir bestimmt eine geile Aussicht gehabt von diesem Turm. Und direkt daneben befindet sich auch noch Mayan Adventure und das ist der mit Abstand wahrscheinlich best thematisierte
SLC aus dem Hause Vekoma, den es gibt. Ich habe euch schon on-ride davon auch schon mal hochgeladen, da waren ja auch einige von euch schon begeistert. Im Vlog habt ihr das Ding auch gesehen und es ist halt eine Maya-Thematisierung für diesen SLC. Es beginnt mit einer Q-Line, die sehr lang ist, sehr schön gestaltet ist und teilweise scheinbar auch interaktiv ist. Und nach dieser schönen Q-Line geht es in die Station, die gar nicht schön aussieht. Die ist echt hässlich, aber funktional. Was dann auch interessant ist, wenn es den Lift hochgeht, aus der Station raus, da unten drunter ist dann ein Haufen Plexiglas, was erstmal kurios aussieht, aber unter dem Plexiglas ist ein normaler Weg, den man lang gehen kann und der Lift scheint ein bisschen sehr viel zu ölen. Und damit die Leute nicht voll geölt werden, sondern das Plexiglas ist das Ding da drunter, man hat auch diese Ölspur gesehen, die die ganze Zeit drunter gelaufen ist. Stationsgebäude ist schön thematisiert, dann geht es mit dem Lift ein Stück raus, aber oben das Liftgebäude ist auch nochmal thematisiert. Aber auch insgesamt sind die 689 Meter des Standard-SLCs sehr schön eingebettet, vor allem der ganze Innenbereich sieht sehr cool aus. Und zum Beispiel, wenn man hat ja 5 Inversionen, einer davon ist der Sidewinder, wenn man auf den zufährt, fährt man auf eine Wand zu quasi und einen Wasserfall, also richtig geil thematisiert, richtig eng und Headshopper-mäßig und aus dem Sidewinder raus geht es auch schon, da gibt es ja danach kommt ja diese Kurve, die geht einmal quer durch ein Gebäude durch und ganz zum Schluss die Schlussbremse und die letzten Kurven, das ganze letzte Stück ist auch in einem Gebäude, was ziemlich cool ist. Teilweise liegt da halt wirklich das Werkzeug rum und ist so Maintenance-Bereich, dann nicht so schön, eher hässlich, aber grundlegend ist schon eine coole Sache, wenn du irgendwelche Tunnel hast. Du kannst das Ganze auch von unten dir angucken. Unten ist so eine Art Restaurant und so ein bisschen was zum Gucken. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was es ist, aber du kannst dann von unten hochgucken und siehst unter anderem dann auch die Schienen bzw. die Achterbahn, wenn sie da lang fährt. Und da hat auf jeden Fall Vekoma gut was hingestellt. Nur fährt sich wie ein SLC sich halt fährt. Weiße Schienen, die versifft sind, passen jetzt zum Thema, war glaube ich nicht der Plan. Steht da übrigens auch schon seit 1997 diese Anlage. Aber im Gesamten, in diesem Paket, wie das Ganze daherkommt, ist es echt krass. Also es ist wirklich Wahnsinn, was man aus so einem SLC doch noch rausholen kann, wenn man sich, ich weiß auch nicht, ob man sich ein bisschen Mühe gegeben hat, aber es ist eine schöne Anlage. Auch hier findet sich eine Summe, wo du am Ende bei über 17 Millionen Euro rauskommst. Also ich kann mir das Ganze nicht unbedingt vorstellen, aber damit ich es euch auch mal gesagt habe, wenn ich das wieder heiße, ich würde sowas dann weglassen. Dann gibt es noch so eine Kleinigkeit am Rande, so ein Dotto-Train, wohin auch immer der fahren mag, keine Ahnung, haben wir nicht gesehen, sind wir auch nicht mitgefahren. Der findet sich aber im neuesten Themenbereich des Parks, der wirklich richtig schön ist, sehr klar, hell und schick daherkommt. Und in diesem Bereich gibt es unter anderem ein Splash-Battle, was ich denke auch von Mugrise sein könnte. Und dieses Splash Battle sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Die Strecke kreuzt sich, nicht kreuzt sich, aber kommt sich teilweise sehr nah, damit man sich gegenseitig dann auch nass machen kann. Es sitzen pro Boot maximal 4 Leute Rücken an Rücken zusammen in so einem runden Boot und fahren dann ihre Strecke da ab. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Gibt noch ein paar Fontänen an den Seiten, was ganz schön aussieht. Und umrahmt wird das Ganze quasi von einer Suspended Monorail, die oben einmal um dieses ganze Wasserbassin drumherum fährt. Hat man auch nochmal von da einen schönen Blick auf diesen Themenbereich und auf diese Wasserattraktionen runter, nicht nur auf das Splash Battle, sondern das, was sich nämlich noch um das Splash Battle auch noch drumherum zieht, ist nämlich ein Rafting. Und dieses Rafting hat einfach mal die geilste, krasseste, imposanteste Station ever bekommen. Eigentlich schon viel zu groß und zu gigantisch, und zwar ist das Ganze eine Art spanische Kathedrale, die dann die Station für das Rafting ist, was übrigens Spanish Coast Whirlpool heißt. Und Spanish Coast Whirlpool ist ein Rafting aus dem Hause Hafemar. Kennt ihr zum Beispiel auch von Rivercrest aus dem Phantasialand oder Washsuba Rafting im Tripsdrill und so weiter und so fort. Und die haben auch diese Anlage hier gebaut, die sehr schön und sehr clean daherkommt, passend halt zu diesem Bereich mit diesem türkisen Wasser, das ist echt geil. Es gibt auch dann diesen großen Strudel mit dem Drop nach unten. Man wird teilweise sehr, sehr nass und das nicht durch irgendwelche ollenblöden Fontänen, die Wasser von außen reinspritzen, sondern durch die Wellen, die das Boot verursacht und dann ins Boot reinkommen. Ich hasse es zwar, wenn die Schuhe nass werden, aber grundlegend ist das schon cool, wenn die Wellen reinkommen und nicht von oben irgendwie das Wasser reingespritzt wird.
Coole Anlage, relativ übersichtlich, aber auch geil, dass du halt von der Suspended Monorail oder auch von der Seilbahn aus oben drauf gucken kannst. Die Möglichkeit hat man auch nicht oft und es ist auf jeden Fall sehr nice. Und dann gibt es noch eine weitere Attraktion, eine Wasserattraktion und Achterbahn zugleich, die wahrscheinlich die meisten von euch einfach getriggert hat oder auch schon teilweise getriggert hat. Das habe ich ja schon mitbekommen, wo einige wahnsinnig werden, weil sie das kennen. Ne, Sachen, die man nicht kennt, ist ja immer ein bisschen schwierig für einige. Und zwar Amada Invenciable. Ich kann kein Spanisch, aber es ist egal. Denn die unbesiegbare Marine ist ein Coaster und eine Wasserbahn, ein Mack Rides Super Splash und zwar ein Atlantica-Klon. For the fullest. Also wirklich, kompletter Atlantica-Klon steht hier in Taiwan, in Formosan, schon seit 2008 und hieß bis 2018 auch noch Caribbean Splash, wurde umbenannt mit dem neuen Themenbereich wahrscheinlich in dieser kompletten Umstrukturierung und diese, das ist in die Richtung der spanischen Besatzung, nicht Besatzung, wie nennt man das, also einfach in diese spanische Themenecke ging. Und wie ihr es aus dem Europapark auch kennt, das Ding ist 30 Meter hoch, 390 Meter lang, wird 80 km/h schnell, hat auch die Station bekommen, wie man sie aus dem Europapark kennt und hat auch dieses Schiffwrack bekommen bei dem Camelback, wie ihr es aus dem Europapark kennt. Aber es ist halt einfach so, dass man bei diesen Bahnen jetzt auch nicht viel anders machen kann und man kann halt auch einfach bei Mack Rides das Ding so bestellen. Das ist ja nicht so, die hätten keine Ideen. Aber die haben sich halt gesagt, ja, guck mal, das ist im Katalog, das kriege ich für das Geld, es ist nice, das bestellen wir, das passt hier gut hin. Und vor allem guckt mal bitte, wie weit der Europapark vom Formosan weg ist. Also das ist schon sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass ein Besucher beide Parks besucht und dann beide Anlagen kennt. Aber was ist denn schon normal in dieser Welt? Und auch hier wird laut Wikipedia eine Summe von 10,7 Millionen Euro aufgerufen für diese Anlagen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Was es hier auch noch gibt, sind ganz viele Wasserfontänen, so Wasserexplosionen, die hochgehen. Da wird man eigentlich noch nasser von, also viel nasser von, als von dem Splash selbst bei der Fahrt. Das ist, ansonsten ist die Fahrt so, wie man es halt kennt. Was soll da groß passieren? Lift hoch, kurz, kurzes Stück gefahren, Drop, Camelback und fertig. Geil ist aber natürlich die Optik, finde ich schon schöner als im Europapark, wenn du dahinter ist einfach ein riesiger Berg mit Wald, geile Natur, geile Landschaft, das sieht sehr cool aus. Aber im Europapark ist es jetzt auch nicht hässlich und ist ein bisschen mehr und detailreicher thematisiert und hat auch eine Holzachterbahn, die da mal so drüber fährt und so. Das ist natürlich auch nochmal ganz schick. Ja, und ich finde sowas immer spannend und ich freue mich dann auch sowas zu sehen. Ich finde das echt interessant und cool und mir gefällt sowas. Ich finde sowas nice. Eure Meinung könnt ihr dazu natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit Attraktionen, die ich euch vorstellen kann, die im Formosan Aborigine Culture Village stehen. Was man noch dazu sagen kann, sind aber die Öffnungszeiten. Der Park hat täglich geöffnet. Er hat wirklich das ganze Jahr über jeden Tag geöffnet. Und die Ticket Booth öffnet um 9.30 Uhr und schließt um 15 Uhr. Und ganz wichtig ist hier bei diesem Park only Cash. Ihr könnt nicht mit Karte bezahlen. Wir hatten Glück, dass wir noch genug Geld in der Tasche hatten. Sonst hätten wir ein Problem gehabt. Also hätten wir nochmal ein Stück den Berg runterfahren müssen zur nächsten Tankstelle, wo ein ATM steht. Und dann hätte man das da eben geholt. Aber da müsst ihr Cash den Eintritt bezahlen, die haben da keine Kartenzahlung, aber es gibt überall im Park Wi-Fi, das funktioniert da oben in den Bergen. Und geöffnet ist der Park unter der Woche immer von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und am Wochenende hauen sie richtig einen raus, weil es Wochenende, da müssen wir was länger auffahren, schon von 9.30 Uhr wieder bis 17.30 Uhr. Bam! Es gibt ein paar Attraktionen, müsst ihr auf der Homepage gucken, die, das sind mehrere, das ist jetzt, das merkt ihr euch jetzt eh nicht, die haben vielleicht teilweise eine Mittagspause, machen später auf oder früher zu, findet ihr aber auf der Homepage, die größte, der größte Teil der Attraktionen hat eigentlich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr auf jeden Fall geöffnet. Und dann ist natürlich noch interessant für euch wahrscheinlich, was der ganze Spaß kostet. Gibt natürlich auch wieder unterschiedliche Angebote und unterschiedliche für Schüler, Studenten oder was weiß ich nicht alles. Wenn ihr ganz normal als erwachsener Vollzahler dahin kommt und komplett den vollen Eintritt bezahlt, kostet euch der Eintritt 850 New Taiwan Dollar, was ungefähr und circa 25 Euro sind. Oder zum Beispiel als günstigste Variante, jetzt keine Gruppentickets, die gibt es auch noch alle in diesen ganzen Varianten, wenn ihr als Kind da seid, als jemand, der sehr alt ist oder mit Behinderung, dann kostet das Ganze 420 New Taiwan Dollar, was roundabout 13 Euro sind.
absolut fairer Preis für das, was man da an Attraktionen fahren kann und was einem da geboten wird für den ganzen Tag. Und alle Preise, also jetzt der Wechselkurs, alles ist aktuell der Stand vom 10. Dezember 2019. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich finde den Park cool, der hat mir echt gut gefallen. Wir hatten da wirklich Spaß, ist ein sehr schöner Park, sehr schöne Attraktionen, sehr schöne Thematisierung. Überall ist es echt cool. Coole Attraktionen, nichts, was so unfassbar herausragend und einzigartig ist, aber trotzdem sehr solides Line-up an Rides, die man da fahren kann. Hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, hat uns überzeugt und der Park ist echt nice. Also wenn ihr Bock habt, fahrt da auf jeden Fall mal hin, das lohnt sich da schon. Der steht wohl aber auch in irgendwelchen Touristenführern. Das hat dazu geführt, dass wir da sogar eine andere deutsche Familie getroffen haben. Wo ich mich frage, müssen die Kinder nicht in die Schule? Das war nämlich zu einer Zeit, wo keine Ferien irgendwo in Deutschland waren, wo wir da gewesen sind. Naja, jeder wie er mag. Ansonsten guckt ihr euch noch den Vlog zu dem Ganzen an. Den verlinke ich euch jetzt in der Endcard. Die kommt gleich. Da gibt wieder einen Zuchtenlift hoch. Eure Meinung zum Park, wenn ihr eine habt, gerne in die Kommentare oder auch irgendwelche Fragen. Es kommt ja noch ein großes Video, wo ich über die ganze Tour mit euch spreche, mit euren Fragen. Aber dazu kommt noch ein Video, wo ihr die ganzen Fragen runterschreiben könnt. Aber das ist das Zukunftsmusik. Wayne, ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Your Video Magazin. Peace.